Sprichst du die Possessivpronomen auf Deutsch wie ein Muttersprachler aus? Bist du dir nicht sicher? Dann schau dir dieses Video bis zum Schluss an und du wirst die Possessivpronomen wie ein deutscher Muttersprachler aussprechen. Los geht's! Hallo meine lieben Deutschlerner, Matthias hier. Learn German for Life, wo wir dir zeigen, wie man Deutsch natürlich, authentisch und selbstbewusst spricht, im Alltag und im Beruf. Heute haben wir ein weiteres Video in der Serie über Reduktionen für euch. Und zwar geht es um die Reduktion von Possessivpronomen, also mein, dein, sein etc. Ihr wisst bereits, dass Reduktionen der Schlüssel sind, wenn man Deutsch wie ein Muttersprachler sprechen möchte, weil wir deutsche Muttersprachler im Alltag nicht jedes Wort komplett klar und deutlich artikulieren, das heißt aussprechen, sondern wir reduzieren sehr stark. Und Possessivpronomen sind sehr häufig benutzte Wörter und deswegen tendieren wir dazu, diese Possessivpronomen relativ stark zu reduzieren. Und wie genau man diese Possessivpronomen reduziert, das schauen wir uns heute an. Bevor wir mit dem Video loslegen, möchte ich dir aber ein Geschenk machen. Reduktionen sind extrem wichtig für einen muttersprachlichen Akzent auf Deutsch, aber genauso wichtig ist, dass du die 61 Basisklänge der deutschen Sprache hören kannst und richtig bilden kannst. Deswegen solltest du dir jetzt unseren Gratiskurs holen, die 61 Klänge für perfektes Deutsch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Okay, beginnen wir jetzt mit der Reduktion der Possessivpronomen. Die Possessivpronomen musst du so aussprechen, wenn du Deutsch wie ein Muttersprachler sprechen möchtest. Beginnen wir mit mein. Die reduzierten Formen von mein sind meine. Hier sagen wir das E als E-schwa am Ende, also als meine. Meines. Hier haben wir wieder ein E-schwa. Meines, nes. Also fast so wie meines, meines. Meiner. Mit A-schwa am Ende. Meiner, meinem, also der Dativ wird zu meinem, wenn wir schnell sprechen, meinem. Meinen, der Akkusativ wird zu mein, mein. Schauen wir uns ein paar Beispielsätze an. Die Freundin meines Vaters, meines Vaters. Ich helfe meinem Bruder, meinem Bruder. Kennst du meinen Hund? Kennst du meinen Hund? Schauen wir uns jetzt dein an. Die reduzierten Formen von dein sind deine mit e-schwa, deine, also fast wie e, deine, deines, is mit e-schwa, deiner mit a-schwa am Ende, deiner, deinem, der Dativ wird zu deim, deim, deinen, der Akkusativ wird zu dein, dein. Wir sprechen das mit einem Knacklaut im Hals aus über die Nase, deinen. Schauen wir uns ein paar Beispielsätze an. Der Kumpel deines Bruders, deines Bruders. Gehört das deinem Lehrer? Deinem Lehrer. Ich sehe deinen Roller, deinen Roller. Als nächstes kommen die reduzierten Formen von sein. Wir haben folgende Formen. Seine mit e-schwa am Ende. Seines, auch mit e-schwa am Ende, seines. Seiner mit a-schwa am Ende, seiner. Seinem, der Dativ wird zu seinem. Seinen, der Akkusativ wird zu seinen. Schauen wir uns jetzt ein paar Beispielsätze an. Das Auto seines Chefs, seines Chefs. Ich gebe es seinem Sohn, seinem Sohn. Ich kenne seinen Kollegen, seinen Kollegen. Schauen wir uns jetzt die reduzierten Formen von ihr an. Wir haben folgende Formen. Ihr wird mit a-schwa ausgesprochen, also als ihr. Ihre. Am Ende haben wir ein e-schwa. Ihre. Ihres im Genitiv mit e-schwa am Ende. Ihres. Ihrer mit a-schwa am Ende. Ihra. Ihrem, der Dativ wird zu ihrem. Ihrem. Ihren, der Akkusativ wird zu ihren. Ihren. Schauen wir uns jetzt ein paar Beispielsätze an. Das Kind ihres Freundes. Ihres Freundes. Sie erzählt ihrem Vater die Geschichte. Ihrem Vater. Sie erklärt ihren Bericht. Ihren Bericht. Als nächstes kommen die reduzierten Formen von unser. Zunächst einmal haben wir in unser das a-schwa am Ende. Ah, unser. Unsere wird zu
unsere mit E schwa am Ende und wir sagen das erste E nicht, weil es in einer unbetonten Zwischensilbe ist. Ihr könnt auch ein Video anschauen, das wir über dieses Thema produziert haben. Unseres wird zu unseres mit E schwa am Ende. Unseres. Der Dativ unserem wird zu unserem. Unserem. Unserer wird zu unserer. Der Akkusativ unseren wird zu unseren. Unseren. Schauen wir uns jetzt ein paar Beispielsätze an. Das Ergebnis unserer Arbeit. Unserer Arbeit. Der Computer unseres Chefs. Unseres Chefs. Unsere größte Sorge ist unsere größte. Gehört das unserem Unternehmen? Unserem Unternehmen. Hier hört ihr, wird unserem fast wie unserm, unserm. Unserm oder unserem, beides sind korrekte Formen, beides sind korrekte reduzierte Formen. Verkauft er unserer Firma das? Unserer Firma? Kennst du unsere Firma? Unsere Firma? Ist das euer Tablet? Ja, das ist unseres. Das ist unseres. Unseres. Hallo meine Lieben, ich habe beim Editieren des Videos bemerkt, dass ich tatsächlich die Formen von euer, also in der zweiten Person Plural, vergessen habe zu sagen. Ich weiß nicht warum, ich habe das einfach irgendwie übersehen. Deswegen sage ich euch die Formen jetzt nochmal. Und zwar haben wir in der zweiten Person Plural folgende Formen. Euer wird zu euer. Euer. Eure ist eure mit dem E-Schwa am Ende. Eures wird zu eures. Riss. Hier haben wir auch ein E-Schwa am Ende. Im Dativ bekommen wir eurem. Das wird zu eurem mit E-Schwa. Oder auch in der ganz schnellen Aussprache eurem. Eurem. Also fast wie eurem. Eurer wird zu eurer. Eurer. Und der Akkusativ euren wird zu euren mit Eschwa oder zu euren. Euren. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Zum Beispiel, ist das euer Kind? Euer Kind. Das ist eure Gabel? Eure Gabel. Gehört das zu eurem Auto? Gehört das zu eurem Auto? Eurem Auto. Oder gehört das zu eurem Auto? Eurem Auto. Eurem Auto. In der Nähe von eurer Wohnung. Von eurer Wohnung. Ich kenne euren Nachbarn. Euren Nachbarn. Oder ich kenne euren Nachbarn. Euren Nachbarn. Das ist nicht meins, es ist eures. Es ist eures. Oder es ist euers. Und die Formen von ihr im Plural, also in der dritten Person Plural, entsprechen den Formen von ihr in der dritten Person Singular. Also hier könnt ihr die gleichen Formen benutzen. So, meine lieben Deutschlerner, das waren die reduzierten Formen der Possessivpronomen. Das heißt, ihr solltet diese Formen so aussprechen, wenn ihr Deutsch wie ein Muttersprachler, das heißt natürlich und authentisch, sprechen wollt. Ich weiß, diese Formen so zu reduzieren ist nicht wirklich leicht, aber mit der Zeit wirst du das schaffen, diese Formen so auszusprechen und in dein Deutsch zu implementieren. Und weil wir wollen, dass du das schaffst, habe ich eine Frage für dich. Und zwar, welche von diesen Formen ist für dich am schwierigsten? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Denk abschließend daran, die anderen Videos über das Thema Reduktionen anzuschauen, die wir produziert haben, und hol dir auch unseren gratis Aussprachekurs, die 61 Klänge für perfektes Deutsch, denn nur wenn du Reduktionen mit diesen 61 Basisklängen kombinierst, wirst du wirklich wie ein Muttersprachler sprechen. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Wenn das Video dir gefallen hat, dann gib ihm bitte einen Daumen nach oben, abonniere die kleine Glocke, damit du immer Bescheid bekommst, sobald wir ein neues Video veröffentlichen. Abonniere uns auch auf TikTok und Instagram und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis bald, euer Deutschlehrer Matthias. Got